Wer macht das Rennen, Söder oder Laschet? Eigentlich hatten die beiden angekündigt, sie wollten die K-Frage zwischen Ostern und Pfingsten miteinander klären. Einen genauen Termin gibt es nicht. Doch der Druck aus den eigenen Reihen wächst. Es brauche dringend Klarheit. Die Entscheidung, wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt, sollte meines Erachtens in den nächsten 2 Wochen durch sein, mahnt Unionsfraktionschef Brinkhaus. Und auch der hessische Ministerpräsident Bouffier setzt eine Frist. Er gibt den beiden 1 Woche, einen Vorschlag zu machen. Danach, sagt er, also am 19. April, seien die Präsidien von CDU und CSU am Zug. Nicht nur die Rufe nach Tempo werden lauter. Eine große Gruppe von rund 50 CDU-Abgeordneten fordert ein Mitspracherecht bei der Entscheidung. Die Fraktion müsse über den künftigen Kanzlerkandidaten mitentscheiden und notfalls auch abstimmen können, heißt es in der Erklärung. Überraschenden Rückenwind gibt es unterdes für Laschet von seinem ehemaligen Konkurrenten Merz. Trotz der schwachen Umfragewerte habe Laschet unverändert gute Chancen. Umfragen sind eine Augenblicksaufnahme. Sie taugen nicht für eine dauerhafte, langfristige und personalpolitisch-strategische Entscheidung, so der CDU-Politiker. Die große Entscheidung rückt näher. Morgen treffen Laschet und Söder bei der Klausurtagung des Unionsfraktionsvorstands aufeinander. Dass sie sich da schon einig werden, gilt allerdings als unwahrscheinlich, nicht aber als ausgeschlossen.